Endlich wieder Live-Publikum. Und damit herzlich willkommen zu unserem heutigen Livestream aus der Hochschule für Musik Mainz. Heute dürfen wir insgesamt 30 Leute im Roten Saal empfangen. Schön, dass ihr da seid. Mein Name ist Sebastian Kling. Ich bin hier Student für Jazz und populäre Musik. Und wir Jazzstudenten sind ein eigenes Völkchen. Und der ein oder andere blickt vielleicht mal ein kleines bisschen auf unsere Kolleginnen und Kollegen an der Schulmusik herab. Ich habe das zumindest, muss ich leider gestehen, bis ich dann vor einigen Wochen mal in die Proben zum heutigen Konzert reinschauen durfte. Und ich war und bin immer noch sehr beeindruckt und glaube, dass das ein gutes Beispiel dafür ist, dass man nie verallgemeinern sollte. Auch wenn die Musikerinnen und Musiker, die heute spielen, laut ihrer Studienwahl gar nicht auf die größte Bühne wollen, singen und spielen sie heute ihre eigenen, sehr gelungenen Arrangements, wie ich finde. Und diese haben sie für das Fach schulpraktisches Klavierspiel geschrieben. Was Schupra genau bedeutet, erklärt uns später der zuständige Professor für schulpraktisches Klavierspiel an der Hochschule für Musik Mainz, Christopher Miltenberger. Doch jetzt beginnen wir endlich. Und zwar mit Antje Boschmann. Sie spielt zum einen die Bossa Maddalena von Ivan Lins, ein Hit, der durch Alice Regina in den 70ern bekannt wurde. Und es handelt sich dabei um ein eher tragisches Liebeslied, das aber musikalisch gesehen in einem gar nicht so tragischen Gewand daherkommt. Das zweite Lied wiederum ist durch und durch tragisch. Papyrossen, ein jiddisches Lied aus den 20er Jahren. Der Komponist Hermann Jablokow verarbeitet dort seine Kindheit und auch die Kindheit vieler anderer Kinder in Osteuropa während und nach dem Ersten Weltkrieg. Denn die mussten nämlich Zigaretten auf der Straße verkaufen, um zu überleben. Aber jetzt viel Spaß mit Antje Boschmann, mit Maddalena und Papyrossen. Maddalena,
zertreuert und schaut sich herum. Vom Regen stets im Norderwand, Akoschekel hält Ehrenhand und seine Augen beten jeden Stumm. Ich hab doch nicht kein Keug mehr herumzugehen im Gas, hungrig und abergissen von dem Regen nass. Ich schleppe herum, sieg von Maginen, keiner geht nicht zu verdienen. Alle lachen, machen von mir Spaß. Kupit, sie kauft die Papierosse, trockene von Regen nicht vergossen. Kauft sie billig beim Mann, es kauft und hat auf mehr als Mann, es hat von Hunger nie verzehnt. Antje Boschmann mit Maddalena und Papierossen. Die Scary Pockets sind dem traditionalistischen Jazzliebhaber wahrscheinlich kein Begriff. Würde er sie kennen, dann würden sie ihm wahrscheinlich auch nicht gefallen. Ich finde allerdings, dass die Scary Pockets zu 100% Jazz sind, da sie gewisse Traditionen aus dem Jazz fortführen. Früher bestanden die meisten Jazzaufnahmen nämlich aus Covern von Musical-Songs oder fast schon Schlagern, die von den Jazzmusikern dann in ein neues harmonisches und rhythmisches Gewand gepackt wurden. Und genauso machen es die Scary Pockets ebenfalls. Sie nehmen Popsongs von heute und packen diese in ein neues, meist groovendes Gewand. Wie zum Beispiel dem Disco-Popsong Don't Start Now von Dua Lipa. Jan Brach, der gleich spielen wird, hat dieses Cover unter die Lupe genommen und daraus sein eigenes Arrangement gemacht. Viel Spaß mit Jan Brach und Don't Start Now. Caring about me now.
come out. Don't start caring about me now. Walk away, you know how. Don't start caring about me now. Jan Brach mit Don't Start Now. Gleich gibt es, Zitat, die unerträgliche Hitze Spaniens, Kastagnetten, Feuer, Corazon. Was das zu bedeuten hat, erzählt Ihnen die Person, die gleich spielen wird, am besten selbst. Davor würde ich gerne mit ihm über das Schulmusikstudium sprechen. Er studiert Jazzgesang auf Lehramt, was mich natürlich besonders freut. Damit sind wir quasi Kommilitonen. Herzlich willkommen, Marius Ehrmantraut. Guten Abend. Hi. Aus meinem Studiengang klagen viele oft über das Nebenfach Klavier. Wie beliebt sind denn die Klaviernebenfächer bei euch Schulmusikern? Klaviernebenfach gab es sehr lange Zeit gar nicht. Ich glaube, ich bin der erste Schulmusiker, der überhaupt Klaviernebenfach hat. Oh, okay. Wenn man jetzt von Schupra absieht, also Schupra hat ja jeder, der Lehramt studiert in Mainz, hat schulpraktisches Klavier als Nebenfach. Aber Jazzklavier oder klassisches Klavier, das ist eine recht neue Sache, deswegen weiß ich tatsächlich gar nicht, wie das ankommt, aber ich glaube gut. Oder meinst du jetzt Schupra? Ja, wie bei alles. Wie steht es mit Schupra? Da kann ich nur von mir sprechen und ja. Ich liebe das Fach. Ich kann mir auch vorstellen, dass es Leute gibt, denen Schupra schwerfällt, aber deswegen studiert man es ja, damit man besser darin wird. Klar. Was mich besonders beeindruckt hat an euch allen, waren die Arrangements. Nicht nur, dass ihr Klavier spielt und singt, sondern ihr macht auch noch alle euer eigenes Ding aus den Stücken. Und damit wären wir wieder bei deinem Zitat. Was spielst du denn heute und wie vor allem bist du zu dem Stück gekommen? Also ich spiele die schöne Isabella aus Kastilien von den Comedian Harmonists. Zu dem Stück bin ich selbst gekommen tatsächlich durch meine eigene Schulzeit. Also ich kenne das Stück aus meiner Schulzeit. Ich weiß, dass das früher bei uns in einer AG gesungen wurde. Damit spanne ich gerade auch so ein bisschen den Bogen wieder, was schulpraktisches Klavier überhaupt soll und möchte. Also beim schulpraktischen Klavier geht es ja ganz viel darum, dass man später in der Praxis vor einer Klasse steht und wahrscheinlich eine Klasse oder so beim Singen begleiten muss. Und dass man da in den seltensten Fällen auf fertige und ausgefeilte Arrangements zurückgreifen kann, sondern dass man ganz viel aus der Situation selbst entscheiden muss. Deswegen ist ein großer Bestandteil das Pattern spielen, das Improvisieren lernen, das selbst umsetzen und nicht nur das Nachspielen von gewissen Sachen. Und auf die Art und Weise habe ich dieses Stück genommen, mir rausgehört, was möchte ich da in meinem eigenen Arrangement umsetzen, was gefällt mir gut, was gefällt mir nicht gut, wo kann ich mir sonst noch irgendwas herschnappen. Und ich glaube, so entstehen bei den meisten Leuten in Schupra Arrangements, dass man sich anhört, was mag man, worauf hat man Spaß? Ja, das klingt doch schön. Du hast mir im Vorhinein gesagt, dass neben den Comedian Harmonists als Inspiration auch Max Rabes Palastorchester gedient hat. Das sind ja alles sehr vielseitige Musiker, bei denen es nie langweilig wird. Kam daher die Idee, ich sag's mal, von der Instrumentenerweiterung? Also ich habe in dem Stück durchaus komödiantisches Potenzial gesehen. Und auch das ist natürlich eine Überlegung, wenn man dann arrangiert, wenn man überlegt, okay, was kann das Stück noch alles tun, kann das auch eine körperliche Performance haben oder, also ich will eigentlich noch gar nicht spoilern, was gleich noch passiert. Muss doch nicht. Aber ja. Ja, okay, vielen Dank. Dann Palastorchester oder doch Comedian Harmonists, jetzt kommt Marius' sehr abwechslungsreiche Version von Schöne Isabella aus Kastilien. Viel Spaß. Thank you.
Leise flehen zur Laute deine Lieder, komm wieder, denn du bist meines Herzens Ideal. Keine passt so gut zu mir beim Tanzen, im Ganzen bist du geradezu phänomenal. Und dein Mund, mein Kind, das musst du schließlich wissen, der kann küssen, Donnerwetter, noch einmal. Schöne Isabella aus Kastilien, pack deine ganzen Utensilien und komm zurück zu mir nach Spanien. Du weißt ja nur, im schönen Lande der Toreros wirst du dein Herzchen und noch mehr los. Drum komm zurück zu mir nach Spanien. Mein Schatz, brauch ich Gewalt, mein Schatz. Ich mach erst Halt, mein Schatz, wenn du mich küsst und du wieder bei mir bist. Also bitte, bitte, schöne Isabella aus Kastilien, pack deine ganzen Utensilien und komm zurück zu mir nach Spanien. Marius Ehrmantraut mit Schöne Isabella aus Kastilien. Die Komponistin des nächsten Stücks hat etwas gekürzt Folgendes gesagt. Wenn ein Klavier sprechen könnte, was würde es uns sagen? Was, wenn das Klavier, auf dem ich seit Jahren spiele, als Person ganz anders wäre, als es sich jetzt für mich anfühlt? Wenn es mich verstehen könnte, wüsste ich nicht, was ich sagen soll. Aber eigentlich brauche ich das ja gar nicht sagen, denn mein Klavier kennt meine Gefühle und Ängste. Die Sinfonie meines Lebens. Schöpferin dieses Zitates sowie des Liedes, das wir gleich hören werden, ist die gerade auf die Bühne gekommene Katharina Moos. Hallo Katharina. Guten Abend. Ich finde erstmal, es ist ein sehr schönes Zitat. Ich bin danach aber trotzdem nicht wirklich schlauer geworden, um was es in dem Song geht. Kannst du es mir versuchen, in einfachen Worten zu erklären? Ja, also im Prinzip ist das Zitat einfach mehr oder weniger eins zu eins eine Übersetzung vom Songtext. Aha. Genau, also was ich mir gedacht habe, ist, man gibt ja als Musiker in seiner Zeit, in der man übt, auch immer wieder sehr, sehr viel Gefühl mit ins Klavier. Das Klavier muss einen ertragen, wenn man müde ist, wenn man sauer ist, wenn man sich freut oder wenn, also bei allen Emotionen, das ist, erlebt einen ja immer. Und ich habe mich gefragt, was passieren würde, wenn das Klavier den Spieß umdreht und auch mal seine ganzen Launen eben an einem selbst auslässt. Ja, und dann habe ich mich halt gefragt, was würde da eigentlich passieren und was wäre, wenn das Klavier irgendwie dann doch als Person ganz anders wäre, als man das eben kennt. Okay, das klingt wirklich sehr interessant. Wie würdest du dein Stück denn stilistisch einordnen, wenn du das möchtest? Überhaupt? Also stilistisch ist es im Prinzip ein Four-Chord-Song. Davon merkt man nicht sehr viel, weil es unterschiedliche Four-Chord-Song-Strukturen gibt in dem Song. Aber ich hätte es insgesamt trotzdem einfach in den Pop-Bereich eingeordnet. Gut.
Schön. Eine von zwei Eigenkompositionen, die wir heute hören, ist von dir. Wie hoch ist denn generell der kompositorische Anteil im Schulmusikstudium? Also im Bereich Popmusik ist es ganz klar, dass die Schubraubteilung auf jeden Fall auch immer offen, wenn man jetzt irgendwie Ideen hat und sagt, hier, ich habe, was weiß ich, einen Text geschrieben, einen Song geschrieben, dann trifft man da eigentlich immer auf offene Ohren, die sagen, komm, wir arbeiten da dran. Im Klassikbereich kommt das immer darauf an, wenn man zum Beispiel die Musiktheorie-Wahlpflichtmodule wählt, dann in den späteren Semestern, da ist auch ein relativ hoher kompositorischer Anteil dann mit dabei, aber das geht dann eben selten in die Popstilistik. Genau, deswegen also mit Komposition, dann in Schubra. Okay, gut, wir haben ja heute schon einiges gehört, ist das, denke ich, alles erlaubt. Und dann sage ich danke, Katharina. Und Ihnen wünsche ich jetzt, oder euch wünsche ich jetzt, viel Spaß mit Katharina Moos und ihrem Song Symphony of Moments. Next to you, don't know what to say, don't know what's true. I wanna break the silence, but I don't know what to say. Can I simply figure out how to spell a word to reach your mind? And what if I see that I don't know you? Stay home won't change the rules.
Katharina Moos mit Symphony of Moments. Wer den Marvel-Film Daredevil mit Ben Affleck von 2003 gesehen hat, hat auch den Durchbruch der Alternative-Rock-Band Evanescence miterlebt. Für den Film wurden nämlich zwei Songs von dem Debütalbum der Band verwendet. Einer davon war die Ballade My Immortal, die während einer Beerdigungsszene zu hören ist. Auf die Beerdigung verzichten wir heute, das Lied hören wir trotzdem. Viel Spaß mit Laura Brixius und ihrer Version von My Immortal. Still
Laura Brixius mit My Immortal. Der Mann, der uns gleich das Fach Schupra erklären wird, hat Folgendes auf seiner Homepage stehen. Es gibt kein Genre, das ich einem anderen vorziehen würde. Ich liebe die Musik als Ganzes und keine Stilistik. Hier ist der Professor für schulpraktisches Klavierspiel, Christopher Miltenberger. Guten Abend. Der Marius hat vorhin jetzt schon ein bisschen was vorweggenommen, aber das ist nicht schlimm, ich frage dich trotzdem. Dein Zitat passt, wie ich finde, sicherlich sehr gut zu dem Programm. Bis jetzt war es sehr abwechslungsreich, vielfältig und keine Stilistik hat die Überhand genommen. Ist es das, worum es in Schupra geht? Gewissermaßen schon, also dass man ein breites Spektrum an verschiedenen Stilen entwickelt im Studium, aber auch, dass man sich irgendwo mal zu Hause findet oder auch was Neues entdeckt, wo man eintaucht und so ist es eigentlich bei ganz vielen und das ist so eins der wesentlichsten Sachen vom schulpraktischen Klavierspiel, weil man es nicht wirklich definieren kann. Also es gibt ja noch andere Bereiche als das Liedspiel, also wir beschäftigen uns auch mit Partituren, das ist weniger bühnenreif, sage ich mal. Da möchte man dann eher die Ensembles hören. Aber das ist natürlich auch ein schulpraktischer Aspekt, der wichtig ist, auch später im Schuldienst. Jetzt wissen wir ungefähr, was man macht, aber warum lernen die Studenten das alles denn? Zum einen eben auch, sich künstlerisch vielleicht neu zu finden oder zu definieren, auch zu gucken, was eben geht, wenn man ganz frei rangehen kann. Das ist ja auch so ein Vorteil bei diesem Fach. Also man selbst bestimmt ja, wie schwierig das Stück ist. Ja, und Entschuldigung, aber in Bezug auf die Tätigkeit als Lehrer oder als Schulmusiker, wie sieht es da aus? Da sieht es so aus, da muss man ganz flexibel sein. Also das, was wir jetzt heute gehört haben, ist natürlich sehr künstlerisch und sehr konzertant. Aber das ist eine wichtige Erfahrung, die man hier im Studium sammeln muss. Und gleichzeitig muss man gucken, dass es auch so flexibel runtergefahren werden kann. Beispiel, ich spiele das jetzt einfach, also dieses eine Lied nur mit der linken Hand und kann mit der rechten noch ein bisschen anleiten und zuhören, wie die Klasse singt. Also dass man ganz flexibel damit umgehen kann. Ja. Okay. Hattest du als Schüler schlechte Erfahrungen mit Musiklehrern oder warum hast du dich so auf dieses Fach spezialisiert? Ich habe mich erst während des Studiums auf das Fach spezialisiert, weil ich es vorher nicht kannte. Ja. Es gab keine Eignungsprüfung. Ich musste lediglich Kadenzen und Tonleitern vorbereiten. Und hat sich geändert, bundesweit zumindest. Und ja, ich fand das eben spannend. Ich komm eigentlich von der Klassik und dann ist das eigentlich so das Gegenteil. Mhm. Also nicht das Gegenteil, aber ja, man ist Herr des Arrangements und kann Inputs mit reinnehmen. Okay. Gab es denn eine Musikrichtung für dich, zu der du schwerer Zugang gefunden hast als vielleicht zu anderen oder bei der du länger gebraucht hast, um sie zu meistern, sage ich mal? Ich glaube, das ist der Jazz, einfach weil ich von der Musikerbiografie gar nicht so viel Erfahrung in der Jugend damit sammeln konnte und finde es aber umso spannender, eben, dass das Fach keine Grenzen irgendwie hat. Ja, also wenn jemand mit einem sibirischen Volkslied kommt, dann kann ich nicht sagen, es gehört nicht zum Bereich. Ja, klar. Und gilt es auch für die Studenten? Siehst du da einen Trend? Inwiefern? Dass sie auch, jetzt sag ich mal, wenige Bezugpunkte zum Jazz haben oder dass es denen schwerer fällt? Oder geht es bei den Studenten eher darum, dass alle denken, oh Gott, russische Volkslieder? Oder nein, also wir haben ganz, ganz bunte Truppe an Studierenden hier. Man kann ja mit, wie wir ja schon gehört haben, mit Jazz Hauptfach ja beginnen, aber auch mit Klassischem. Aber das hat ja nichts damit zu tun, wo man auch in der Musik, sage ich mal, als Konsument oder als Akteur zu Hause ist. Ne? Ja. Okay, dann kommen wir zur letzten Frage. Das Fach entwickelt sich ja ständig, obwohl es jetzt gar nicht so alt ist. Du sagtest vielleicht ein paar Jahrzehnte, das ist jetzt nicht so lange für ein Studienfach oder ein Teilgebiet in einem Studienfach. Sachen wie Generalbass oder auch Partiturspiel werden jetzt immer unwichtiger, wegen dem technischen Fortschritt. Jetzt kommt es aber auch noch dazu, dass junge Menschen vermehrt Hip-Hop oder auch elektronische Musik hören. Glaubst du, dass den künftigen Lehramtsstudenten in Schupra zukünftig der Umgang mit Keyboards und Drumcomputern begegnet? Also ich bin eigentlich sehr sicher, dass das Fach in 10 Jahren oder in 20 Jahren ganz anders aussehen wird. Das hat es eigentlich in letzter Zeit auch bewiesen. Und dann hängt es auch von den Hochschulstandorten an, die ja auch verschiedene Schwerpunkte setzen können und auch andere Fächer teilweise für solche Gebiete auch schon anbieten. Mhm. Na, dann muss man immer gucken, wo wir den Rest abdecken. Danke, Christopher.
Dann hören Sie jetzt, oder hört ihr jetzt, die zweite Eigenkomposition des Abends. Wobei, Eigenkomposition trifft es nicht so ganz, denn das folgende Stück, Wer war's, ist ein sozialkritisches Gedicht von Julius Wingerter, welches von ihm gleich frei vertont wird. Da wir also beide nicht wissen, was genau er improvisieren wird, sprechen wir später über das Stück. Und jetzt viel Spaß mit Julius Wingerter und Wer war's? Wer war's? Zuerst verbrannte einen Baum, Gestrüpp und Laub, ohne dass er erkannte, dass er des leere Heimat raubt. Den Wald mit jahrealten Bäumen hackt ab für Stuhl und Tisch. Die Meere voll von Plastikschäumen. Nach und nach fängt jeden Fisch. Wer war's? Der Tiere nutzte aus, zur Forschung, für Versuche, gab Nummern jeder kleinen Maus, ohne dass er sie je besuchte, obwohl doch jedes einzelne Tier sein Leben für ihn gab. Der wenigsten gedachten wir, oft gestorben ohne Grab. Wer war's, der fand den See? Von flüssigem, fossilem Gold, der in der Erde sich erstreckte, wodurch der Wagen stetig rollt. Wer war's, zuerst gefunden hat den Stein, ob braun, ob schwarz gestaltet, für den Dorf und Wald war er kurz und klein, obwohl Energie und Technik veraltet. Die große Kraft im kleinsten Teil verborgen für Energie, die Strahlung schafft, die Tonnen Müll nie zu entsorgen. Und wer wird heute was verändern an all dem Schmerz und all dem Leid? Nicht nur bei uns, in allen Ländern. Nicht alle Wunden heilt die Zeit. Julius Wingerter mit Wer war's? Julius, hallo. Ist dein Zweitfach Deutsch oder hast du einfach immer schon gern Gedichte geschrieben? Nein, ich mache das ab und zu. Ja. Und jetzt hat sich mal wieder eine Gelegenheit ergeben. Okay. Mir sind jetzt Autoren, die ihre Gedichter frei vertonen, nicht bekannt. Hattest du Vorbilder diesbezüglich? Also Vorbilder jetzt nicht direkt,
Aber Peter Cornelius beispielsweise, der ja auch hier in Mainz, nachdem das Konservatorium benannt ist, der hat auch selber Gedichte geschrieben, die er danach vertont hat. Natürlich im anderen Stil. Und sonst musikalische Vorbilder, irgendwelche Inspirationen in der Art? Wie du das ich versuche mich von relativ vielem inspirieren zu lassen, um dann möglichst breit aufgestellt zu sein und letztendlich aus allen Inspirationen dann doch meine eigene Tonsprache so ein bisschen zu finden. Okay. Ich habe ja das Stück jetzt, ich muss gestehen, ich habe es jetzt nicht zum ersten Mal gehört, wir haben es in der Probe, ich habe es in der Probe schon einmal gehört, aber wie war jetzt der Anteil von Improvisation und vorausgedacht? War es komplett, hattest du eine komplette Skizze oder wie bist du daran gegangen an diese Vertonung? Ja, also Skizze beschreibt es wahrscheinlich am besten. Ich habe mir anhand der verschiedenen Strophen, sag ich mal, so Motive ein bisschen gesucht, die sich dann auch über den Lauf der Erarbeitung so ein bisschen gefestigt haben. Mhm. Und ja, für mich selber so einen Spannungsbogen gefunden, dann wo ich den Höhepunkt fand und ja. Also macht man sich da überhaupt noch Gedanken über Skalen, Akkorde, Melodien oder wie funktioniert das? Also da kann ich ja jetzt nur für mich sprechen. Über Melodien natürlich schon ein bisschen und Skalen ja dann letztendlich auch, wenn man sich dafür entscheidet, jetzt nicht die eine bestimmte Skala beispielsweise an dieser Stelle zu verwenden. Okay, vielen Dank, Julius. Und jetzt kommen wir zu unseren letzten beiden Beiträgen des Abends. Der erste Song ist wohl auf dem erfolgreichsten Album des Genres Weltmusik, Buena Vista Social Club. El Cuarto de Tula heißt er und ist ein schönes Beispiel für Son Cubano Musik, die wir auch als Salsa kennen. Und den Abend abschließen wird Hosanna von Kirk Franklin, dem sogenannten Reigning King of Urban Gospel. Der ist nicht nur als Sänger, Komponist und Autor bekannt, sondern auch als Chorleiter. Genau wie unser Professor Christopher Miltenberger. Und damit schließt sich der Kreis. Dargeboten werden diese beiden Stücke in Eigenarrangements von Caroline Pras. Viel Spaß mit El Cuarto de Tula und Hosanna. Thank you.
Caroline Pras mit El Cuarto de Tula und Hosanna. Das war der Konzertabend mit Highlights aus dem Fach Schupra. Vielen Dank an die Musikerinnen und Musiker. Vielen Dank an Professor Miltenberger. Danke an euch, liebes Publikum, egal ob live oder zu Hause. Nächsten Mittwoch spielt der neue Posaunendozent, Jazz-Posaunendozent Janning Truman im Tonstudio bei unserer Jazzreihe Und wir sind live. Nächsten Freitag im Roten Saal präsentiert die Gitarrenklasse von Professor Hubert Keppel, Musik von Bach, Giuliani und vielen mehr. Bis dahin, unterstützt die Kulturschaffenden und bleibt gesund. Bis bald.